Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Pinefield Wife Homeless. Ich gehe mal schnell vom Fenster weg, weil ich glaube, so lange sollte man nicht an einem Ort bleiben. So, wir sind hier im neuen Raum, im neuen Schachraum sozusagen. Ob wir auch mit einem Geist Schach spielen müssen, so wie im ersten Teil, bestimmt. Aber ich glaube, da hat schon einer gewonnen, ne? Irgendeiner hat da schon gewonnen, da ist schon... Naja, egal. Ich interpretiere da nichts rein. So, wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir jetzt tun? Alter, die Tür. Leute, wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann spielt das unbedingt mit Kopfhörern. Da kommt nochmal hundertprozentig mehr Grusel. Okay, die Tür ist zu. Der Schatten, ne? Oh, furchtbar. Okay, hier ist ein Esszimmer. Das Esszimmer zum Hof haben wir ja gelernt im ersten Teil. Das Esszimmer zum Hof. Oh, unser Angstbalken ist auch nicht mehr unbedingt ganz astrein. Okay. Boah, der Soundeffekt ist ja abartig. Das ist ja abartig. Ich gehe mal jetzt ein bisschen gemächlich hier lang. Okay, jetzt sind wir hier. Mal kurz schauen. Hallo? Wie jetzt? Was denn? Wie jetzt schon? Und der Soundeffekt, Alter. Was denn hier los? Da will ich rein. Ganz ehrlich, wenn er jetzt hier wirklich raus wollte, ja, dann würde ich das Ding hier nehmen oder das Ding und dagegen schmeißen, sodass das hier zertrümmert wird. Und dann springe ich da raus und dann renne ich da zum Ausgang weg. Warum macht er das nicht, wenn er hier unbedingt raus möchte? Ich verstehe es nicht. Und was ist jetzt hier? Das ist unser Schatten, ne? Okay. Was ist denn hier? Hier ist doch nichts. Hör mal, Opa. Lieber Opa. Könntest du mal bitte die Tür aufmachen? Was ist denn hier? Hä? Was ist das denn? Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Könnte auch so eine Art Griff sein, oder? Wenn ich das hier so sehe. Mit dem Kühlschrankgriff oder so. Ein Griff oder? Oh toll, da habe ich das ganze Haus absuchen nach irgendwelchen... Ja super, tolle Wurst. Dürfen wir raus? Nein, wir dürfen nicht raus. Alter, dieser schrille Ton, ne, der macht mich fertig. Wir brauchen irgendetwas für irgendeinen Griff oder so. Vogelscheuche ist noch da, okay. Hier war schon lange nichts mehr, ne? Ehrlich gesagt. Moment mal. Guck mal, da am Fernseher. Ah, da ist ja einer. Der Fernsehgriff? Ist das der Fernsehgriff? Sieht fast so aus. Das heißt, haben wir irgendwo einen Fernseher? Irgendwo ein Fernseher. Mal kurz überlegen. Ich mach mal kurz... Zum Überlegen mach ich mal kurz meine Kerzen an. Muss mal kurz überlegen. Fernseher. Hier im Fernsehzimmer... Oh, da ist ein Griff. Haben wir im Raum... Da, wo das Klavier steht, ist da ein Fernseher drin gewesen. Man kommt rein.
Sitzecke, Klavier, die furchtbare Statue. Da steht keiner, glaub nicht. In dem Büro daneben an auch nicht, glaube ich. Fernseher. Ja, ich möchte jetzt verhindern, hier irgendwie ziellos durchs Haus zu laufen. Moment mal, war da... Moment mal, der Raum, da wo wir gerade waren, da war da auch ein... war da nicht Fernseher drin? Warte mal eben kurz. Die ganz schnelle Variante mal eben kurz. War hier nicht ein Fernseher? Oh, Mann! Katze! Cat! Da, guck mal da. Das ist ein Fernseher. Und... Natürlich. Natürlich! Da fehlt der Griff. Du willst mich doch verarschen. Spiel. Ganz ehrlich. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe das jetzt zufällig angeguckt. Und gedacht, das mit dem Kühlschrank verglichen. Guck mal da, das ist eine Statue. Boah. Alter, ist hier irgendwo eine Kerze. Irgendwas zum Anzünden. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Na gut. Ich wusste es doch. Ohne Strom, alles klar. Ohne Strom. Ist das das Zimmer hier? Das ist das Zimmer, oder? Da ist die Schachfiguren. Das sind wir. Guck mal da. Das sind wir. Wir sind im Fernsehen gucken. Das sind wir. Krass. Und da im Fernsehen dahinten, da sind wir nochmal. Wir haben jetzt ein doppeltes, wir haben ein unendliches Bild. Wir können immer durch das Fernsehgerät in die Unendlichkeit gucken. Ist natürlich nicht gewollt, aber warum? Was ist denn jetzt hier? Warum sehen wir das denn hier? Vor allem, was passiert hier? Was passiert hier? Der Soundeffekt ist abartig. Wie immer. Okay, das sind wir. Das sind wir, wie wir uns bewegen. Was ist denn hier? Jetzt hört das Sample plötzlich auf. Alter, was ist denn hier jetzt? Hä? Ich muss hier irgendwas machen, glaube ich. Ich glaube, ich muss hier irgendwas machen. Ich bin mir nicht sicher, was. Ich muss hier irgendwas machen. Ich bin mir nicht sicher, was, aber... Hier ist irgendwas, aber irgendwas muss man hier tun. Hier ist auch nicht auf dem Teppich oder so. Statue haben wir schon. Eine Decke ist auch nichts. Hä? Hä? Was? Hallo? Ah, guck mal. Da. Oder? Da ist auch mal... Da ist... Hier! Vom Fernseher! Oh! Alter! Alter! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da war irgendwas vom Fernseher, oder? Da stand irgendwas. Und jetzt? Hat er irgendwas da gelassen? Hat er irgendwas da gelassen? Hallo? Hinter uns. Boah. Alter. Du willst mich doch verarschen. Was ist denn hier los?
Fernseher kann ich nicht ausmachen. Hier ist quasi irgendwas. Was ist denn hier? Ach Mann, ärgere mich doch nicht hier so. Ich weiß, was hier ist. Was soll hier sein? Können wir raus? Nein, natürlich nicht. Wir können nicht raus. Wir sind gefangen im Fernsehuniversum. Okay. Ist ganz toll. Unsere Droge haben wir leider schon genommen. Was war das denn? Was war das denn? Was war das? Was war das? Das war eine Kettensäge, oder? Und ein Schlüssel. Leck mich am Arsch. Hä? Ich hab irgendeine Sequenz verpasst. Ich möchte gar nicht wissen, was das war. Aber ich habe das Geräusch gehört und das hat mich gerade sowas von... Oh. Okay, wir haben Schlüssel. Wo haben wir denn eine verschlossene Tür gehabt? Ich weiß wo. Warte mal, war das hier? War das hier? Natürlich war das hier. Okay, wir sind in einem weiteren Bereich. Moment, kurz umgucken, ob hier auch kein Geist hinter mir ist. Boah, wie abartig. Wie abartig. Batterien. Sehr gut. Und... Was für die Kerze? Okay. Ah, guck mal hier. Laut. Aber das Feeling durch die Kopfhörer, das geht durch alles. Das, Leute, spielt halt mit Kopfhörern. Boah, war das abartig gerade. Was war das gerade abartig? Den Raum kennen wir noch. Ey, das ist ein Brief. Okay. Ist hier noch irgendwas anderes? Irgendeine Statue oder so? Scheinbar nicht. Okay, wir lesen mal schnell. Das, was die Ermittler in dem Haus vorfanden, überstieg jegliche Vorstellungskraft. Und bis heute reden die Menschen hier nicht mehr über diese Zeit. Kann ich verstehen. Ich würde auch nicht drüber reden. Das wird keiner glauben, wer es nicht erlebt hat. Okay. Es ist 5 Uhr, noch 3 Stunden bis Tagesanbruch. Der Spielstand wurde zum Glück gespeichert. Okay, jetzt sind wir hier im Blumenzimmer. Und hier ist wirklich nichts. Nichts anderes. Oh Mann, Alter. Willst du mich verarschen? Du willst mich da echt verarschen. Ich mache erstmal noch keinen Folgenbreak. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir jetzt wieder gut da durchkommen. Okay, Esszimmer. Ich sollte die Droge nehmen, ne? Ich sollte diese Droge mal nehmen. Ah, wie geil. Oh, geil. So, hier war die Küche. Da dürfte jetzt nichts mehr sein. Hier dürfte jetzt nichts mehr sein. Komm, wir nehmen sie einfach. Wir nehmen sie einfach. Ich habe das Gefühl, wir sollten sie jetzt nehmen. So, was... Wir gehen mal nach oben, würde ich sagen. Einfach mal nur so, weil wir es können. Okay, kein Geist da. Wie sieht's denn hier aus? Ein Schachspiel? Wie wär's? Nö. Geist hat heute keine Lust auf Schach. So, ein paar Mäuse und Katzen. Nein, natürlich nicht. Na gut. Gehen wir mal... Da sind Batterien, ne? Doch nicht, hä? Doch nicht. Hier lagen mal welche. Im ersten Teil waren da Batterien. Da war ich mir ganz sicher. Okay. Wir gehen mal den Gang hier jetzt entlang, bevor ich jetzt ins andere Haus gehe. Hier war die andere Küche. Es riecht ja wieder so wie... Ah, feinstes Pfannengeplänkel. Ah, geil. Ich glaube, wir haben einfach bis jetzt sehr viel Glück gehabt, dass wir gerade zufällig an den Orten waren, wo irgendwas zu finden war. Ich hoffe, das Glück hält weiteren Stand. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht gespoilert. Ich wusste bis jetzt nicht, wo man die Dinge findet. Okay, hier ist nichts.
wie man bei den ersten Folgen sehen kann, haben wir ja auch da schon wirklich lang da gesucht. Okay, was haben wir denn hier? Da ist das Kunstzimmer. Hier ist irgendwie nichts, ne? Hier ist nie was gewesen. Willst mich doch verarschen. So viel zum Thema. Ich hab... Gehen wir jetzt hier rein und ich finde zufällig den Schraubenzieher. Du willst mich doch verarschen, Spiel. Oder hilf uns das Spiel jetzt hier irgendwie auf die... Was ist das denn hier? Was ist das? Wir haben Schraubenzieher. Wofür denn das jetzt schon wieder? Ach, du Schande, ey. Wofür brauchen wir denn jetzt den Schraubenzieher? Das Uhrenzimmer. Hier war auch noch nichts, ne? Oh! Alter! Ha! Fick die Gans, Alter! Noch eine Droge für uns, sehr gut. Alter! Okay, wir gehen mal in das Zimmerchen hier. Wofür brauchen wir den Schraubenzieher? Wo müssen wir Schrauben ziehen? Oder Schrauben drehen. Man sagt ja auch Schraubendreher, ne? Schrauben drehen oder... Ah ne, lass mal das. Das war ein anderes. Das war ein anderer Film. Okay, hier war nix. Wofür brauchen wir den bitteschön? Ganz ehrlich. Vielleicht... Ich würde ja jetzt sagen, wenn die Türen hier Schrauben hätten, dann könnten wir damit irgendwie schauen, ob wir die aufschrauben, dann können wir damit rausrennen. Geht natürlich nicht, glaube ich. Schraubenzieher. Wir haben einen Schraubenzieher gefunden. Das ist schon mal die halbe Miete für das nächste, was wir hier finden können. Schraubenzieher, Alter. Wofür brauchen wir den? Jetzt mal ohne Quatsch. So, hier war das Kunstzimmer, ne? Hier war das Kunstzimmer, okay. Ich möchte jetzt ungern jetzt hier wieder durch das ganze Haus latschen. Mann! Mann, die Sequenzen sind aber euch gemein. Die sind aber auch gemein, die Sequenzen. Alter, mach das doch nicht mit mir. So, hier war das Gartenzimmer, ne? Hier war das Gartenzimmer. Stand der Stuhl ja gerade auch schon so. Hier war nichts, ne? Warum standen die Stühle alle schon so da? So offen? So offenkundig? Was ist das denn hier? Ich weiß, das sieht jetzt alles sehr verdächtig aus, ganz ehrlich. Ich glaube, der Geist ist in mich gefahren und leitet mich, glaube ich, zu den... Hä? Du willst mich... Was? Hör mal, liebes Spiel, andere Spieler wirst du wahrscheinlich hier durchs Haus jagen, stundenlang, damit die irgendwas finden, und mich leitest du jetzt zu den Punkten ganz schnell hin? Hä? Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was in der Kiste ist. Kerze. Noch eine Kerze. Da ist irgendwas drin in der Kiste. Ist da ein Kind drin? Alter! Da ist ein Kind drin! Alter! Da ist ein Kind drin! Und ich kann es nicht aufmachen! Ich will ja weg! Ich will hier raus! Alter! Das war jetzt... Damit habe ich nicht gerechnet! Alter! Hilfe! Zu Hilfe! Meine Güte! Ihr wackelt alles! Die ganzen Masken! Die ganzen Masken wackeln! Alter! Alter! Du willst mich verarschen! Ich will das Kind retten!
Und jetzt? Umdrehen und versuchen, solange bis das passiert. Die Bilder wackeln, alles wackelt hier. Hallo? Spiel? Reagierst du mal auf mich? Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Nein, guck mal da. Warum liegt da ein Schlüssel? Warum liegt da ein Schlüssel, bitte? Für die Kiste? Ach du Scheiße, die Puppen. Die Puppen aus der Nightfall und eine Unbekannte. Die Puppen aus der Nightfall und eine, die ich noch nicht kenne. Alter, warum? Was machen die mit... Was? Alter. Welche Tür war noch verschlossen? Ich gehe mal eben kurz zum Licht. Und dann überlege ich mal eben kurz. Wir hatten noch eine verschlossene Tür. Ich weiß genau, welche Tür noch verschlossen war. Und ich weiß noch genau, welche Tür verschlossen war. Verdammte Scheiße. Oh nein. Der Bereich, Da habe ich... Die gucken mich auch so blöd an, ne? Oh nein, das ist der Bereich, wo ich im ersten Teil üble Erinnerungen dran hatte. Ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Der obere Bereich da, wo wir die Treppe hochgehen. Der ist es schon mal nicht. Warte mal. Ich geh mal kurz hier hoch. Boah, Alter, was? What the... Oh, die fliegen, hört man die ganze Tür durch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oma, du warst es, gib's zu. Du warst es, Oma, du warst es. Oh wei. So, wir müssen jetzt hier hoch. Da haben wir nur eine Tür, die war verschlossen. Und zwar diese hier. Interessant ist allerdings, dass diese Türen... Ist, glaube ich, egal, welche Tür man... Hier ist eine Tür. Und dann war da hinten auch noch eine Tür, ne? Oh, Batterien. Hier war auch noch eine Tür. Die ist wahrscheinlich... Ist wahrscheinlich egal, von welcher Seite man auskommt. Aha, hier sind wir jetzt, okay. Alles so dunkel hier. Okay, ich weiß, wo wir sind. Okay, jetzt mach mal kurz das Licht an. Okay. Warum liegt der Zettel denn hier? Weil der Bereich, den wir noch nicht betreten haben, bestimmt gleich interessant wird. Deswegen. Siehste? Die sind plötzlich alle auf. Wir wären wahrscheinlich mit dem einen Schlüssel auch von hier reingekommen. Das war im ersten Teil. Im ersten Teil war das anders. Mensch, lass mich mal reden. Es war im ersten Teil noch anders. Da musste man für jede einzelne Tür einen Schlüssel suchen. Hä? Warum geht der so? Okay, ich gehe mal zum... Die Oma! Ich warte ja immer noch auf eine Sequenz, dass sie plötzlich verschwindet. Das war auch in irgendeinem Spiel, ne? Das war, wie heißt das Spiel? Das andere Spiel von Fizz Games, von, das, was ich auch mal angefangen hatte zu spielen. Da war tatsächlich auch... Das bin ja gar nicht ich. Was? Ich dachte, was... Hallo? Die Fußspuren, die gehen noch weiter, wo ich mich gar nicht bewegt habe. Ich brauche mal kurz einen Folgenbreak. Ich muss den Brief lesen und dann mache ich mal kurz einen Break. Hier ist mir jetzt gerade so viel passiert, ehrlich gesagt. Und ich habe das Gefühl, passiert noch viel mehr. Wir hatten Glück. Wir hatten wirklich Glück, dass wir wirklich Gegenstände gesucht haben und auch direkt kombinieren konnten und Glück hatten, dass wir dann auch direkt weiterkamen. Ich glaube, es gibt Leute, die haben sich einen Wolf gesucht und wir haben einfach Glück da. Jetzt reicht's. Die Leute hier glauben, dass ein Fluch aus dem alten Landhaus liegt.
Es soll sich die Seelen derer holen, die das Haus betreten. Da liegt ein Fluch drauf. Da liegt auf jeden Fall ein Fluch drauf. Oh Gott. Ich mach mal direkt auf Pause, ehrlich gesagt. Und dann mach ich mal kurz einen Break. So, es ist 6 Uhr. Noch 2 Stunden bis Tagesanbruch. Der Spielstand wurde gespeichert. Ich hoffe wohl. So, Oma, pass auf uns auf. Wie heißt noch das eine Spiel? Das, was auch so aufgebaut war. Ich komme nicht drauf. Mit O irgendwas, glaube ich, ne? Da kann man, da musste man von Bereich zu Bereich gehen, auch so ein paar Rätsel machen. Und da war das Bild von der Oma nämlich auch. Und da war in einem Moment, da war die Oma weg. Da war sie nicht mehr da auf dem Bild. Und etwas später war sie wieder da. Also das fand ich gruselig. Also da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Also, ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Ist ein, ja, ein netter Zeitvertreib, das Spiel, finde ich. Also, wer den ersten Teil gespielt hat, der wird nicht unbedingt überrascht sein. Wer das Spiel noch nicht gespielt hat, den ersten Teil noch gar nicht kennt, sollte vielleicht dieses Spiel erstmal spielen. Und wenn man den ersten Teil kennt, kennt man auch das Spiel. Wenn man vom ersten Teil reden kann, ne? Es ist einfach nicht großartig anders. Es ist natürlich neue Rätsel und so, ne? Ein paar verrückte Rätsel mit irgendwelchen komischen Gegenständen, die man finden muss, die an irgendwelchen komischen Orten sind, wie zum Beispiel das Rad im Kinderbett und das, wo man dann das Blut da abpumpen muss aus der Badewanne. Hä? Okay. Wo ich dann auch durch Zufall die Rohre gefunden habe. Ich schwöre, Frau Salisch, verklagen Sie mich nicht, lochen Sie mich nicht ein. Ich schwöre wirklich, ich hab's nicht vorher gespielt oder mich gespoilert. Ich hab echt Glück gehabt, glaube ich. Ich hab wirklich Schwein gehabt. Weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass man hier wirklich sich einen Wolf suchen kann. Stundenlang einen Wolf suchen kann. Und ich habe wirklich echt Glück gehabt, da ich wirklich kombinieren konnte. Normalerweise ist das nicht meine Stärke, aber ich hatte Glück. Mal sehen, ob das Glück anhält. Wir haben nicht mehr so viele Stunden Zeit. Irgendwann, mal sehen. Ich habe einen Albtraum vor dem Friedhof. Der erste Teil. Also da braucht man auf jeden Fall viel Batterien für und sehr viel Nerven. Das ist echt dunkel da. Und ich sag nur eins, überlaufendes Klo. Oder überlaufende Klosette. Mehrere nebeneinander. Und die Maschine am Ende. Also der erste Teil hörte ja ein bisschen seltsam auf. Diese Maschine, die mit dem Countdown und so. Fand ich ein bisschen seltsam. Ich bin gespannt, wie das Spiel endet. Wenn er einfach nur flüchten kann, okay. Wir schauen mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir werden es herausfinden. Hier bei Pinefield Drive Homeless auf meinem Kanal. Bleibt mir treu. Bleibt dabei. Und gerne mal ein Like oder mal ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr freuen. Ich spiele aus Hobby, auf meine eigene Überzeugung. Werde nicht bezahlt, mache einfach nur alles frei und teste einfach nur diese geilen Spiele. Nur für euch, mit euch und so weiter. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter hier mit dem geilen Horror-Feeling von Pinefield Drive. Also dann, macht's gut. Bis denn dann. Tschüss. Bis denn.